Hallo, meine geliebte Buck-Familie, meine Seherinnen und Seher, meiner magischen Bibliothek, meine Clans und Schwärme, Engelwölfe, Ikonen-Aroas, meine Leibschwäne, meine Atayana, ich grüße euch. Und ich möchte heute nochmal ein ganz kurzes Video machen. Und wenn irgendjemand Frau Merkel kennt, könnte er es ja vielleicht an sie weiterleiten. Dieses Video soll heißen, noch auf ein Wort, Frau Merkel, Frau Dr. Merkel. Ich bin bekennender Sapiophiler, das heißt, ich habe eine hohe, auch erotische Resonanz zu Doktorgraden. Das meine ich jetzt total ehrlich und überhaupt nicht zynisch. Also Frau Dr. Merkel. Ich möchte Ihnen heute etwas sagen, was ich gestern in meinem kleinen Video über das Küssen und mein Statement dafür, dass ich nicht möchte, dass irgendein Mensch auf diesen deutschen und Berliner Straßen sich nicht öffentlich küsst, um mich, alten Sack, der sein Leben lang so gelebt hat, dass es nicht gut für sein Immunsystem war, außer, dass ich versucht immer habe, jeden Kuss, der geküsst werden will, zu küssen. Das heißt, da war ich total immunprotektiv. Aber alles, was es sonst so gibt, wie der Dr. Dahlke so schön beschreibt, vegetarisch, veganes Essen, ich wusste schon seit 20 Jahren, dass das mein Weg ist. Und ich habe es ganz bewusst zum Wohle der Currywurst und der Coca-Cola unterlassen. Also wenn es hier in mir eine immunologische Schwäche durch schlechte Ernährung gibt, bin nur ich dran schuld. Ich war ein bewegungsdepressiver Sack. Mein innerer Schweinehund war so stark, dass ich mir am liebsten, wenn ich nicht 14, 16 Stunden arbeite, da bin ich wahnsinnig fleißig, mir am liebsten irgendwelche schönen Serien angucke oder küsse. Aber all das, was man hätte tun müssen und was der Dr. Dahlke immer wieder beschreibt, der gerade ja mein oberster Corona-Held ist, habe ich nicht getan, trotz wiederholter Testung, dass ich es tun müsste. Grüner Tee und Obst, vor 20 Jahren getestet, viermal nachgetestet, 100%ige Erleuchtung und irreversible Gesundheit. Also ich hätte es gewusst und ich habe es nicht getan. Ich bin jetzt 66, seit 4 Wochen rauche ich wieder Zigarillos, weil ich ja jetzt gelernt habe, das ist gut gegen Corona, weil Nikotin kann dieser Virus überhaupt nicht vertragen. Ich rauche meistens Mapacho, das sind ja gerauchte Gebete, aber trotzdem, ja, ist super, aber ich habe 40 Jahre geraucht, 60 Lucky Strike am Tag. Also ich habe alles getan, dass ich hier zu dieser Risikogruppe gehöre. Und das Irre ist, ich werde ihn wahrscheinlich nicht kriegen. Weil durch die Homöopathie habe ich so eine Aura, durch mein Kampfersäckchen habe ich so einen Schutz. Durch bis vor ein paar Wochen regelmäßiges Küssen bin ich so gut scheinbar immunologisch aufgestellt, dass mir wahrscheinlich nichts passieren wird. Wahrscheinlich kriege ich nicht mal Antikörper, weil der gar nicht an mich reinkriegt, kommt. Aber trotzdem, und ich würde mir wünschen, dass manche alten, schlecht ernährten, übergewichtigen, Blutfett erhöhten und Krampfader Mitrentner vielleicht auch mal die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie Risikopatienten sind. Es gibt bestimmt eine Menge Menschen, die hatten irgendeine Autoimmunerkrankung und sind deswegen Risikopatienten. Aber die meisten von uns sind Risikopatienten, weil wir einfach so scheiße gelebt haben. Es gibt doch diese schöne Geschichte von Dahlke, hey, hey, Rüdiger, du wirst mich nicht sehen, aber hey, hey, Kotau, 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 ich kann meinem ganzen Clan, habe ich auch schon immer gemacht, deine Videos empfehlen zur Corona-Krise. Und du hast nur so eine schöne Geschichte erzählt, Rüdiger, dass die Dänen wohl nach dem Ersten Weltkrieg so gut wie kein Fleisch gegessen haben, weil sie Kinds hatten, sondern so zwangsvegetarisch sich ernährt haben und dass an denen die spanische Grippe sowas von vorübergezogen ist, wie an keinem anderen Volk dieses Planeten. Also,
Ich hatte mal einen Cousin, das war der erste AIDS-Patient hier in Berlin, der Jürgen. Ganz toller Mensch, ich habe den wahnsinnig bewundert. Und als der dann kurz vorm Sterben war, hat er gesagt, wenn er es nicht gekriegt hätte, wäre es ungerecht. Weil der hatte so viel Lieben, der hatte so viel Sex, der hatte so viel Freude, der hatte so viel Lust. Hat natürlich auch viele Dinge getan, die nicht wirklich gesund waren. Hatte diverse Male irgendwelche Geschlechtskrankheiten. Diverse Male Unmengen an Antibiotika, weil damals war ich auch noch kein Heilpraktiker. Und er hat immer gesagt, wenn er es nicht gekriegt hätte, wäre es ungerecht. Also wenn ich es nicht kriege, ist es eigentlich ungerecht und ich kriege es nur deswegen, weil die Homöopathie trotz meiner schlechten Lebensführung, außer das Küssen, mir so viel Gnade gibt und mir so viel Stärke gibt, dass trotz Currywurst und Coca-Cola und 100.000 Lucky Strike und 84 Liter LSD, Cannabis etc., durch die Gnade der Homöopathie meine Aura so stark ist, dass das gar nicht an mich rankommt. Und das ist natürlich auch eine Sache, die mich total traurig macht. Hätten wir von Anfang an unser Volk homöopathisch mit chinesischen Kräutern und Kampfersäckchen versorgt, dann wären 90% der Probleme, die wir jetzt haben, gar nicht erst aufgetreten. Aber das ist was, darüber können wir die nächsten 5 Jahre reden. Ja, Frau Dr. Merkel, ich habe Sie gestern schon entbunden, mich schützen zu lassen und dafür Kinder und Jugendliche nicht küssen zu lassen. Heute möchte ich Sie nochmal entbinden. Man kann ja schon fast gar keine Zeitung mehr lesen vor diesen Horrormeldungen, besonders wenn man Calcium und Phosphor aspektiert ist. Schlechte Nachrichten machen alles schlechter. Aber ich habe heute Morgen wieder gelesen, wie viele Gastro-Leute in die Insolvenz gehen. Und ich erlebe es ja tagtäglich in meiner Praxis. Ich habe noch nie so vielen Leuten den Strick aus der Hand geklopft und gekügelt wie in den letzten 3 Wochen. Bestimmt ein Dutzend. Und die haben sich nicht suizidiert, toi toi toi, trotz meiner Intervention, auch ohne Tavor nehmen zu müssen. Ja, und heute habe ich das wieder gelesen. Und dann habe ich aber auch gelesen, was das für Auswirkungen haben wird auf die dritte Welt. Wie viel Hungerkrisen, wie viel Arbeitskrisen in Bangladesch, wo die Näherinnen nichts mehr zu nähen haben. Wobei der Job ja schon echt Oberscheiße war. Aber sie konnten Reis kaufen für ihre Kinder. Das können wir Bildungsbürger hier in diesem Luxusland, die wir uns im Grunde Lockdowns leisten können. Die Inder können sich das nicht leisten, die krepieren, die verhungern. Das fällt nur nicht auf. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen in den letzten 3 Wochen in Indien verhungert sind, umgekommen sind. Abgesehen von den Klinikheimen, an denen ja denn die meisten sterben oder an der falschen Beatmung. Ja, Frau Merkel, und um die geht's mir eigentlich. Um die, die nicht mehr unsere Entwicklungshilfe kriegen, weil sie mich schützen. Mich und die anderen 66-jährigen Dicken. Wenn man sich mal anguckt in Amerika, die haben ja nur das schlechteste Ernährungssystem der Welt, das schlechteste. Da sind 70% aller Menschen hochgradig übergewichtig, haben Zucker, haben weiß ich was alles, essen Hamburger, trinken literweise Coca-Cola. Also, dass es bei den Isländern so gut ging, liegt wahrscheinlich nicht am Lockdown, sondern weil die so viel vergammeltes Haifischfleisch essen. Ja, ich weiß es nicht wirklich. Aber jetzt wieder zurück zu mir. Liebe Frau Dr. Merkel, ich möchte, dass wegen mir nicht eine Näherin in Bangladesch ihre Kinder sterben sieht vor Hunger. Ich möchte nicht, Frau Dr. Merkel, dass wegen mir und Ihrem Schutz mir gegenüber ein Kind in Afrika verhungern muss. Ich weiß, dass viele Kinder in Afrika verhungern, dass ich mir hier meine Kaffeehaus-Wirklichkeit leisten kann. Ich weiß, dass viele Kinder in Afrika verhungern, weil wir hier so einen tollen Luxus haben. Und ich weiß, dass Millionen Afrikaner verhungert sind, versklavt worden sind, getötet worden sind, vergewaltigt worden sind. Und mit ihrem Blut unseren europäischen und US-amerikanischen Luxus aufgebaut haben. Unser Luxus ist aufgebaut worden mit dem Blut afrikanischer Sklaven. Und es ist eine ewige Schuld, die wir tragen.
Wahrscheinlich eine Schuld, die noch viel größer ist wie die Schuld, die wir für die Shoah tragen. Ja, und ich möchte mich aber entlasten, indem ich Sie entlaste, Frau Merkel. Ich glaube, dass Sie immer redlich gehandelt haben. Ich habe einen Film über Sie gesehen, wie Sie sich bei der Flüchtlingskrise verhalten haben. Es war ein unbeschreiblich schöner Film. Und ich habe Sie an diesem Tag, an diesem Abend ein bisschen lieben gelernt. Hätte ich nicht gedacht, trotz Ihres Doktorgrads. Dachte ich, nee, die Merkel nicht unbedingt. Ich fand immer Ihre Raune toll und ich weiß ja auch, wo Sie die herhaben. Aber ich war nicht in Sie verknallt, aber an diesem Abend, Chapeau, Chapeau. In diesem Haifischbecken dieser lykopodischen, kleinen, jetzt höre ich auf, sonst wäre ich ungerecht, Männer. Frau Merkel, waren Sie eine Heldin? Und auch das Verhältnis zu Ihrem Mann, ich weiß ja, es ist nicht so leicht. Und ich bitte auch den Dieter nur, so sehr ich dich schätze, bitte Dieter, sage jetzt nichts mehr über das Sexualleben von Frau Merkel. Du bist einer meiner großen Freudemacher in dieser Zeit und auch einer deiner großen Mutmacher. Und auch wenn ich wegen deinen Homöopathie-Geschichten und deinen Greta-Geschichten Schwierigkeiten hatte mit dir, Dieter. Aber okay, habe ich ausgehalten. Ich hätte nie zugelassen, dass man dich mundtot macht. Aber jetzt bist du wirklich gerade ein kabarettistischer Held. Und ich danke dir, Dieter, aber bitte erzähl nichts mehr über das Verhältnis von Frau Merkel und Herrn Droste. Da lachen die Falschen, da lachen die Impotenten, da lachen die Klemmschwestern, da lachen die sich selbst keine Freude und keine Wollust gönnen. Ja, Dieter, eine große Bitte. Ob du es machst, weiß ich nicht. Hören tust du es jetzt sowieso nicht, aber ich bitte dich, Dieter, wirklich. Vielleicht kannst du dir das verkneifen. Es gibt so viel anderes, über was du dich lustig machen kannst. Ja, Frau Merkel, ich werde hoffentlich noch genug Geld haben, um meine Kinder in Afrika operieren zu lassen über die Christoffel-Blinden-Mission. Ich werde hoffentlich noch genug Geld haben, Sea-Watch weiter zu unterstützen. Aber ich weiß, dass viele, 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 viele Menschen dieses Geld nicht mehr haben werden. Und die Menschen werden ertrinken. Die Menschen werden verhungern zu Millionen, weil wir hier unseren kleinen Luxus-Lockdown machen. Und ob wir damit überhaupt mehr Menschen retten, wie ohne, das steht ja erstmal noch in den Sternen. Dazu äußere ich mich auch nicht, da bin ich raus. Ich freue mich heute auf Streeck und Heinsberg, mal sehen, was da rauskommt. Ich bin dem Herrn Dr. Püschel sehr, sehr dankbar für seine Arbeit, selbst wenn der dann sofort wieder auf die Nuss kriegt von irgendeinem anderen Arzt. Man bemüht sich ja gar nicht, die fremde Meinung zu verstehen. Man ringt ja überhaupt nicht um diese Meinung. Ja, und Frau Merkel, ich werde weiter die Kinder operieren lassen. Aber es wird so wenig geben, die es mir nachtun, weil sie es nicht mehr können. Und ich bitte Sie für diese blinden Kinder, für diese hungernden Kinder, für diese Mädchen, die beschnitten werden ohne die Arbeit von Target und anderen Organisationen, weil wir kein Geld mehr haben, sie vor den Messern und den Glasscherben ihrer Beschneiderin zu behüten. Ich bitte Sie, Frau Merkel, hören Sie und nehmen Sie an, wegen mir nicht mehr. Ich werde eine Krankenverfügung unterschreiben. Ich gehe ja sowieso in mein anthroposophisches Krankenhaus. Und ich möchte nicht auf die Intensivstation. Ich möchte nicht intubiert werden. Die dürfen mir so eine Plastiktüte über den Hals packen und mir ein bisschen Sauerstoff zuführen, wenn was ist. Wobei das Irre ist, ich werde es ja nicht kriegen. Das ist ja das völlig Irre. Weil ich hier noch Zigarillos rauche und Kampfersäckchen trage. Und meinen Surenbeutel. Ja, aber ich möchte das alles nicht. Ich werde es niederlegen. Ich möchte nicht, dass ein afrikanisches Kind sterben muss, weil irgendeine Krankenschwester nicht nach Nigeria gehen kann zu Ärzte ohne Grenzen, weil sie hier in irgendwelchen Warteschleifen auf Corona-Stationen, die leer sind, sitzt. Das möchte ich alles nicht. Ich habe mein Leben gelebt. Ich habe mehr Küsse geküsst wie die meisten Menschen, die ich kenne. Ich durfte so viel lieben, so viel lachen, so viel lehren. Ich habe noch vor 4 Wochen gesagt, ich bin der glücklichste und erfüllteste und bestiküsteste 65-Jährige der Welt. Dass das gerade nicht so ist, okay. Inshallah, mal gucken, was aus mir wird. Es sind auch
jetzt alle Küsse geküsst. Ich muss jetzt vielleicht auch gar nicht mehr küssen. Aber Frau Dr. Merkel, ich entlaste Sie. Ich werde immer um Sie kämpfen und um Ihre Redlichkeit, wenn, selbst wenn man Sie irgendwann mal vor ein Gericht stellt, was wahrscheinlich nicht passieren wird in unserem Staat. Ich werde mich für Sie einsetzen, ich werde für Sie demonstrieren, ich werde für Sie Petitionen unterschreiben und für Herrn Spahn und Herrn Professor Lauterbach, oh, da brauche ich auch noch eine Menge Schattenattach. Aber ich weiß, ich werde es schaffen, ich werde auch den vor Volkstribunalen behüten und verteidigen und ihn außer Landes schaffen. Das werde ich alles tun. Aber bitte, bitte, bitte entlassen Sie mich Ihrer Fürsorge. Ich bin versorgt. Ich habe meine Homöopathen, ich habe meine Akupunkteure, ich habe meine Geisthelfer, ich habe meine wunderbaren Supervisoren, meine wunderbaren Gestalttherapeuten. Die werden das alles schaffen. Und wenn nicht, dann gehe ich nach Valinor. Ist auch gut. Und singe in der großen Halle mit Elben und Hobbits. Ja, ich bin für die Kinder, ich bin für die Küsse, ich bin für die Mädchen, die sonst beschnitten werden. Ich bin für die Flüchtlinge, die sonst ertrinken und den Preis für unseren Luxusschutz zahlen, der vielleicht gar nicht nötig wäre. Ja, Frau Merkel, auf ein Wort. Und wenn mir was einfällt, morgen wieder. Und ich weiß ja als Mensch, der an die Quantenphysik glaubt, dass es irgendwo ein Universum gibt, wo Sie diese Videobotschaft hören. So wie es irgendwo ein Universum gibt, wo mein Leben noch völlig in Ordnung ist. Und ich alle Küsse noch küsse, die geküsst werden müssen. Frau Merkel, ich gebe Ihnen die Ehre. Und ich danke Ihnen für Ihre Redlichkeit. Egal, was die bewirkt hat. Und ich bete für Sie zu Allah. Haben Sie den Mut zu erkennen, dass jetzt Schluss sein muss. Und ich werde Ihnen alle Energie schicken, wenn Sie möchten. Ich werde gerne Ihr Kanzleramtsschamane und singe von morgens bis abends. Ich würde für den Rest meines Lebens ein Commitment betreffs zölibatärer Lebensweise ablegen und Oberpriester Ihres Merkel-Ordens werden. Wenn Sie nur die Kraft haben, jetzt zu sagen, stopp, bitte, bitte, Frau Merkel, stopp und go Lebendigkeit, go Küsse, go Solidarität, go Zärtlichkeit der Völker, go Kinder operieren beim Christoffel-Blindenmission, go Ertrinkende mit Sea-Watch retten, go Auflösung der Lager auf Lesbos, das alles go. Aber stopp. No Pasaran. Lockdown. Adieu. Danke, Frau Merkel, fürs Zuhören.